Sei, ich schreib dir diesen Brief. Im Westen nichts Neues, doch ich hoffe, dass du ihn liest. Worte sind nicht mehr wert als das Papier, auf dem sie stehen. All die Worte ohne Taten im TV haben wir gesehen. Und wozu? Damit sie Schrecken verliert. Vielleicht ändern wir die Welt nicht, doch etwas in dir. Worte haben kein Gewicht, auch wenn sie ehrlich sind. Wenn du sie nicht mal liest und dir zu Herzen nimmst, du bist wichtig. Und wenn du denkst, es regelt sich schon, merke dir, ohne dich gibt's keine Revolution. Nach dem braunen Pack auf Straßen brauchst du mich nicht zu fragen. Auch mir macht es Angst und es raubt mir meinen Atem. Doch es helfen dabei keine grausameren Taten. Wir sollten uns zusammentun und nie aufhören, was zu sagen und statt Grenzen zeigen. Hände reichen und auf die Stadt aus Papier unsere Worte bis zum Ende schreiben. Lege den Hass nieder und mach es wie wir. Schreibe deine Worte auf die Stadt aus Papier. Folge uns den Weg in diese Nacht demonstrieren, denn wir halten zusammen in der Stadt aus Papier. Lege den Hass nieder und mach es wie wir. Schreibe deine Worte auf die Stadt aus Papier. Folge uns den Weg in diese Nacht demonstrieren, denn wir leben zusammen in der Stadt aus Papier. Blick raus in die Welt, was ich sehe ist negativ. Bin ein Schreiber, teil mich mit per Leserbrief. Im Fernsehen Bilder von einem Nazi auf Marsch. Vorbei die Zeit als passiver Zaungast. Seht, was bei Nazis im Machtrausch passiert. Klatschfaust kassiert, bei euch eine Stadt aus Papier. Seh ich Neonazis öffentlich mit Hitlergruß. Pack mich blinde Wut, greif ich zum Stift und Blut. Bändige Gedanken, Worten auf Briefpapier. Dürfen nicht so tun, als sei Vergangenes nie passiert. Rassismus heute ein Problem, nicht nur geografisch. Weltweit gibt's immer noch zu viele Neonazis. Für dieses Gewalt steht gegen Gewalt um. Menschen brauchen Freiheit und freie Lebensgestaltung. Unterschreib ich, doch nicht für braunes Gedankengut. Gegen Rassismus bis zum letzten Atemzug. Lege den Hass nieder und mach es wie wir. Schreibe deine Worte auf die Stadt aus Papier. Folge uns den Weg in diese Nacht demonstrieren, denn wir halten zusammen in der Stadt aus Papier. Lege den Hass nieder und mach es wie wir. Schreibe deine Worte auf die Stadt aus Papier. Folge uns den Weg in diese Nacht demonstrieren, denn wir leben zusammen in der Stadt aus Papier. Das ist mein Leserbrief, Bekenner schreiben. Ich kann jetzt nicht länger schweigen. Wenn Rassismus um sich greift, muss ich klare Kante zeigen. Demokratie bestehen, was läuft bei dir verkehrt? Dein Weltbild total verzerrt, du hast völlig Sinn entleert. Unsere Meinungen sind verkehrt, du bist stupide und dumm. Ich bin gerne der Natur, doch meide den braunen Sumpf. NSU scheiße, Fremdenhass scheiße. Der Brief ist kein stummer Schrei und ich bin nicht leise. Ein NPD-Rattenfängern kann man nicht trauen. Denn die Fakten sind eindeutig, auch die Kacke ist braun. Die braunen Spinner haben nicht mehr alle Latten am Zaun. Spendieren platte Attitüden, ich bin damit nicht down. An dieser Stelle muss ich wohl schreiben, was ich gelernt habe. Meine Schlussfolgerung, nicht wahr? Nun, meine Schlussfolgerung lautet: Hass ist Ballast. Lege den Hass nieder und mach es wie wir. Schreibe deine Worte auf die Stadt aus Papier. Folge uns den Weg in diese Nacht demonstrieren, denn wir halten zusammen in der Stadt aus Papier. Lege den Hass nieder und mach es wie wir. Schreibe deine Worte auf die Stadt aus Papier. Folge uns den Weg in diese Nacht demonstrieren. Hass ist Feuer und verbrennt unsere Stadt aus Papier.